Nun denn, willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen Minenarbeit.de. Ich bin euer Vorbuddler und ich stehe hier direkt neben unserem Spawner. Es ist so gut wie vollbracht, die ganze Sache. Ich habe alle Schilder angebaut. Aus irgendwelchem Grund steht da ein S auf diesem Schild. Das muss ja nun nicht sein, ja? Das wird dann die Sterbenden irritieren. Und zwar, pass auf, was mache ich jetzt? Ich habe mir vorgestellt, es ist eigentlich alles so gut wie erledigt. Hier kommt dann gleich Lava rein. Das machen wir allerdings von innen und oben. Da brauche ich hier nicht gucken, wie ich rauskomme irgendwie, ja? Alle Schilder hängen. Das überprüfen wir mal eben. Hier auch. So. Das heißt, wir reißen die Fackeln ab. Aber das können wir auch später machen. Machen wir erstmal Wasser. Oh ja, genau. Wir müssen ja auch doppelt Wasser holen. Also einmal hierhin. Einmal dahin. So, schön. Jetzt renne ich mal eben hoch, hole neues Wasser. Ein bisschen sputen, denn es ist schon Nachmittag. Ja, genau. Ne, und aus solchen Gründen. Warum ist denn da, bin ich da runtergefallen? Fehlt da irgendeine Stufe, irgendwas? Was ist da los? Nur einfach tollpatschig gewesen, ne? Pass auf. Einfach ein bisschen Wasser. Ein bisschen Angst hier gerade. Ich habe immer Angst, wenn ich rausrenne und mich nicht versichere, hier, was denn da draußen so los ist, ne? Dann werde ich wieder überrascht und, ja, gut. Jetzt machen wir die nächste Seite. Ja, die Fackeln können ruhig schon mal ab. Es ist ja jetzt noch hell draußen. Alles weg. Das muss natürlich in einem, in so einem Dungeon-Spawner-Dingens-Bummens-Kirchen dunkel sein. Ja, die Fackeln werden jetzt durch die Strömung weggerissen. So. Damit läuft es hier. Dann mache ich mich nach innen auf. Tschüss, wir werden hier hoffentlich nie wieder reinkommen. Ich muss nachher noch das Dach draufziehen und hoffen mal, dass ich reinfalle. Dann ist es aus mit mir. Ne? So, da fehlt ein Stein. Den setze ich direkt ein. Alles klar. Gut. Nun denn, dann gehen wir nach oben. Hier sind wir in der Mitte. Und wenn ich jetzt mich jetzt nicht völlig vertan habe, sollte das hier funktionieren. Und zwar ohne Probleme. Lava rein und sie fließt zu beiden Seiten weg. Hätte ich jetzt schon außenrum einen Graben gemacht, einen Gang gemacht, dann könnte man jetzt mal auch sehen, ob das auch wirklich funktioniert. Ich habe aber einen ganz guten Eindruck. Guck mal, von unten muss ich vielleicht ein bisschen reinschneiden. Das kann man überhaupt nicht erkennen, aber ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Vielleicht kann ich nochmal eben von oben reingucken. Oder hier von der Seite, genau. Das ist doch kein Problem. Hier mal eben so. Jetzt natürlich tief genug graben. Nicht jetzt hier, da ist dann die Lava hinter, ne? Den wollte ich hier sowieso freihauen, diesen Gang. Mach mal hier. Noch ein bisschen, damit ich da... ja, ist ja noch Platz hier. Das klappt. Das klappt. Okay, dann machen wir hier wieder zu. Ach ja, da brauchen wir direkt ein bisschen Glas. Einen habe ich jetzt natürlich nicht bei. Ach, schade. Ne? Lassen wir das mal so zu. Es wird auch, glaube ich, gerade dunkel draußen. Dann müsste da drin jetzt gerade die Luzi abgehen. Hier machen wir jetzt mal zu, damit da nichts passiert. Und jetzt sollte eigentlich gleich hier mal... Das ist jetzt nur ein Stein von mir. Ah, da kann man auch schon direkt sehen, dass hier die... dieses Waren in der Ecke hängen bleiben. Das heißt, ich werde hier mal dann eine Gegenströmung erzeugen. Da kommt schon einer. Da kommt er schon. Das ist natürlich super. Weniger gut ist, dass die da so unten in der... Ja, es ist natürlich draußen dunkel. Dass die dann da jetzt so hängen bleiben. Ich sichere mal meine Eimer. Ich habe nämlich gerade mal... Ha, kommt schon wieder einer an. Ja, das ist ja hervorragend. Das klappt ja.
Guckt euch das an, da kommen nur Drops an. Hier, ist das nicht schön? Herrlich. Die sammle ich direkt ein. Das machen wir noch ein bisschen schöner. Und zwar muss ich mal eben gucken. So, Pfeile behalten wir natürlich hier, ne? Pass auf. Dann würde ich hier und da eine Gegenströmung erzeugen, dass das hier so lang fließt. Hoffen mal, das kriege ich auch hin. Das ist oft ein bisschen so, dann wird das... Ach, werden wir mal sehen. Dann haue ich diesen Stein hier weg. Und setze da Halbstein rein. Ganz einfach. Nehmen wir schön... Doch, was? Nehmen wir hier einen Koppelstein. Das ist, Koppelstein ist auch das Schöne. Ich finde den einfach schön. Ich mag das. So. Das reicht aber dicke 45. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so viel gemacht habe. Man kann die ja immer gebrauchen. So, jetzt zum Beispiel so. Ja, ja. Ach, können wir noch einen machen? Pass auf. Nee, das ist nicht gut. Doch, das ist doch gut. Das geht. Das geht, das geht, das geht, das geht. Kann man eigentlich auch, aus Koppelstein schalten? Nee, kann man nicht. Dann nehme ich schön Steiner. Komm schon wieder. Welche kommen ja an den Massen. So, hier kommt ein Schalter hin. Dann hört man den immer klicken. Und ich hau hier ein bisschen weg. Ah, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist hier zu eng. Aber gut, das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Die Feinarbeiten machen wir dann noch. Ich will jetzt nur mal erstmal checken, dass das Material auch wirklich bis zum Schalter kommt. Sofern es sich hier in der Ecke hängen bleibt. Da kommt ein Pfeil, der wird es wohl schaffen. Achtung. Ne, der tut gar nichts. Hm. Ja, da muss ich den Schalter einen weiter vorne einbauen. Ja, den habe ich jetzt natürlich erstmal kaputt gemacht. Ja, also ich glaube, der muss auf die Strömung wirklich... Boah, das freut mich. Endlich kann ich den Viechern heimzahlen. Ja, so muss es sein, so muss es sein, so muss es sein. So, da könnte man nämlich dann auch tatsächlich... Da könnte man nämlich auch tatsächlich, hier, Dingenskirchen, ne? Redstone dran bauen. Dass wir oben dann immer sehen... wenn hier unten Material angekommen ist. Ach, das ist ja schön. Klack, ne? Fantastisch, wie das funktioniert. Oh, da ist in der Ecke, ist ja völlig alles voll. Gut, wie gesagt, hier kommen dann entweder lenkt man hier die Strömung hin oder noch da ab. Aber muss man mal sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade mal hier eine Idee. Erstmal hier den Boden wieder reparieren. Mensch, ey, was ist denn hier bloß los? Das ist doch hier direkt nebenan, oder nicht? Also ist jetzt seit ein paar Folgen so, dass hier so irgendwie so ein Lärm ist, ne? Also wenn da eine Party ist, dann will ich vielleicht mitmachen. Da ist ein Raum. Oh ja, da sehe ich schon. Guck mal. Ui. Na, ihr? Hm? Na, ihr? Lasst euch mal ansehen. Na, so hübsch seid aber nicht. Außerdem stinkt das hier. Glaube ich ja nicht. Geh dir mal die Füße waschen. So, ist denn jetzt hier mal Ruhe, oder wie? Ist auch ein Spawner. Guck mal, wie... Jetzt aber leise. Jetzt ist es aber gut. Das ist jetzt hinter uns. Boah, ja. Das ist gut. Mann. Das freut mich. Ja, das ist wirklich cool. Ne, das ist hier kein Dungeon. Guck mal rein, ne? Ist nur ein Raum und ja. Ist auch okay, weil, ne, Zombie-Dungeons interessieren mich auch irgendwie nicht.
Wie ihr seht, findet man eh genug von den Viechern. Ach so, jetzt nicht den Koppelstein verwenden. Dann nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen. Oh, was ist denn da noch da? Oh. Oh, warte mal, jetzt bin ich aber vielleicht doch ein bisschen zu voreilig. Da ist ja, geht es ja noch weiter. Sieht so ein bisschen tropfsteinmäßig aus hier, ne? Oh la la. Oh, guck mal, da ist auch noch ein Gang. Ressourcen. Wow. Wow. Ja, ich denke mal, das baue ich dann mal ab. Das bewahre ich mir jetzt hier mal. Also, na, da werde ich hier mal eine Tür einbauen. Ganz einfach, ne? Holz habe ich jetzt noch da. Ja, machen wir den nochmal hier. Am besten an der Werkbank, genau. Gute Birkenholz, ne? Das alles verschwendet. Ja. Eine Tür. Was ist das denn jetzt? Ah ja, oben können da noch Dinger reinfallen. Viecher. Deswegen, ist da wahrscheinlich gerade ein Huhn reingefallen. So. Nicht schön, aber hässlich. Gut. Ja, den Raum, ne? Also. Ja, den machen wir noch schöner. Keine Sorge, ne? Also, das soll so nicht bleiben. Ich denke nur mal, wir haben jetzt so unser Ziel erreicht. Unser wesentliches erstes, tolles, ne? Und, naja, wir haben so einen Dungeon gebaut, beziehungsweise eine Fabrik. Oh, da kommen wieder Sachen an, ich glaube nicht. Und Pfeile, ganze Millionen von Pfeilen. Ist denn hell draußen? Ist noch nicht, oder? Wir gehen mal gucken. Ich brauche ja noch, das sollten wir vielleicht noch machen, diese Seitenströmung. Die versuche ich noch hier in Angriff zu nehmen, bevor die Folge hier wieder um ist, die 15 Minuten... Ach, da ist das Loch. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Yo. Wo haben wir denn noch? Haben wir noch einen? Haben wir nicht. Machen wir eben. So. Na, also, da ist jetzt Schlupf wieder was daneben an. Ist da jetzt eine Spinne gespawnt? Da ist jetzt eine Spinne gespawnt, du. Eine Spinne gespawnt. Hä? Habe ich denn jetzt eine Halluzination gehabt? Ich bin aber jetzt der Meinung, ich habe hier eine Spinne gesehen. Ach ja, das ist das Grubenfieber. Ganz klar, ne? Also ich hoffe, ihr versteht das, dass ich jetzt auch mal so ein bisschen von der Untertagearbeit... Irgendwas habe ich hier ganz furchtbar falsch gemacht. Ach so... Ach so. Ach, das klappt immer noch nicht hier. Ja, ist ja klar, so. Ja, da muss ja normaler rein. Ich weiß, jetzt ist meine eigenartige Konstruktion hier da. So. So war das gedacht. Jetzt halte ich schon mal meine Eimer parat. Hol mal eben neues Wasser. Oh, zwei. Ja, kommt schon. Bleib weg. Hehe, ich habe ja jetzt eine Pfeilfabrik, ne? Das ist doch schön. Komm mit. Na bitte. Wer ja wohl gelacht. Jetzt haben die gegen uns überhaupt keine Chance mehr. So. Weiter. Los, dann versuche ich nochmal eben diese... Obwohl es jetzt sehr knapp wird, sehe ich gerade. Aber damit ihr schon mal seht, was ich vorhab, einfach mal hier die Strömung. Das sieht irgendwie ganz cool aus. Ja, das sieht irgendwie ganz cool aus hier. Mache ich mal die Strömung hier rein. Strömung, Antiströmung. Vielleicht noch einen rein. Jetzt fließt das natürlich in die falsche Richtung, aber dann machen wir ja so. So wird es gemacht. Und da kommt hier, glaube ich, noch ein Stein vor. Und ich sage schon mal Tschüss. Mach das auf der anderen Seite noch. Ja, so kann hier nichts mehr passieren. So wird das gemacht. Also, viel Spaß noch beim Minecraften. Und auf minenarbeit.de. Bis zum nächsten Mal.